So, neben mir steht Friedel Baumann. Friedel, Halbzeitstart 1:3 zwischen Duisburg und Essen. Ja. Drei Fehler, drei Tore. Was muss man in der zweiten Halbzeit machen, damit man das nochmal drehen kann? Ja, zum ersten die Fehler abstellen, ganz klar. Ja, auch das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben da im Mittelfeld den Essen viel zu viel Raum gelassen. Dann auch individuelle Fehler, die wir abstellen müssen. Und natürlich konsequenter nach vorne spielen. Bis zum 16er reicht nicht. Da müssen wir wirklich gefährlich hier vorne reinspielen. Wird man jetzt was riskieren und offensiver spielen? Ja, wir werden auf jeden Fall. Wir haben also schon zum Auswärmen haben wir schon Auswechselspieler geschickt. Ich denke mal, Martina wird gleich wechseln. Ich denke mal, eine zweite Spitze wird kommen. Alles klar, vielen Dank. Viel Glück noch.